Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge. Jetzt bist du vergiftet und ich nicht. General Zirö, hier bei uns auf dem Kanal. Ih, du strahlst Gift aus, geh weg. Ja, ich leuchte, ich leuchte. Ich leuchte auch. Ja, du leuchtest auch. Wir wollten schnell zu dem Aussichtspunkt da hoch, weil der sieht ja so romantisch aus. Ja. Und dann wollen wir es natürlich mal angucken, ne? Natürlich. Oh, schaut mal, wie das aussieht. Ist das nicht schön? Hm? Ist das nicht schön? Genau, das ist nicht schön. Oh, hier, schau mal. Oh, was ist denn das? Ein Nichts. Ein Nichts aus Metall. Du hast gesagt, da oben steht einer. Ich habe da was rot blinken sehen vorhin. Können wir tatsächlich mal rumschießen hier oben? Oh, das ist so hoch. Ich habe Höhenangst, Leute. Das wisst ihr, ne? Hier sitzt einer. Wir sitzen da. Hallo. Es sieht aber erfroren aus. Meinst du? Ich denke, der schläft. Guck mal hier, was hast du? Oh, hier sind Gewehr und... Oh, das ist gemütlich warm hier oben. Hier bleiben wir. Hier bleiben wir? Hier ist ein Walkman. Jemand sieht mich schon wieder an. Hier ist ein Walkman. Ist das ein... Wo hast denn du ein Gewehr? Ach, da vorne. Bei ihm. Was ist denn das für ein schönes Gewehr? Das ist ein Mäuserjagdgewehr Stufe 3. Oh, das ist doch ein Screenshot wert hier. Was? Wo? Wo? Na hier, der Berg mit dem Mond und den Wolken. Ja. Haben die das schön gemacht, ha? Das ist doch wirklich... Schon? Beim Screenshot sieht das dann alles so vermanscht aus. Schade eigentlich, weil das sieht echt, echt, echt toll aus. Ja, ja, ja. Das ist eine schöne Ecke hier. Kann man nicht hier bleiben? Hier ist doch hübsch. Ja, theoretisch schon. Ja, Leute, dann war's das mit Generation Zero. Wir bleiben einfach. Wir bleiben hier und... Das war doch ein meisterlicher Schuss. Warten ab, was passiert. Nee, das können wir natürlich nicht machen. Nein, natürlich nicht. Und wir gehen wieder runter. Oh, hier liegt ja auch noch einer. Und hier ist auch noch ein Gewehr. Der hat hochexplosive Geschosse dabei, aber nur ein Jagdgewehr. Das ist aber auch nicht schlau, ne? Ja, aber das kann man verschrotten. Das ist... Ja, ja, das mit Sicherheit. Wir brauchen ja immer Stahl für alles. Ja. Also für jede Munition braucht man Stahl. Und genau dafür sind solche... Tatzi. Wo ist denn eigentlich mein Hund? Steht die ganze Zeit hier rum und der sucht irgendwas. Und dann wollte ich mir noch das hier angucken, weil hier sind auch noch zwei Hütten. Auf der Hütten. Und der hat das Licht angelassen bei der Kälte. Das ist doch nicht gut für die Batterie. Nee. Also das macht ja mal gar keinen Sinn. Hier gibt es eine Waffe für uns. Wenn wir sie denn finden. Das ist immer so eine Sache. Jetzt findest du aber viele Funkgeräte hier. Die ganzen Hütten sind ja zu. Was? Aber hier liegen ein Haufen tiefgefrorene Typen rum. Ich habe eine gefunden, die ist auch. Ich glaube, mein Hund ist kaputt. Der ist irgendwie. Liegt der nicht richtig? Das stimmt allerdings. Was hast du gefunden? Oh, ich habe das Vorratslager gefunden. Was? Oh. Hier ist ganz viel Wein drinnen und. Wir müssen auch mal gucken mit den Klamotten. Müssen wir uns mal ein bisschen mehr beschäftigen hier. Ah, ja, ja, ich befürchte. Weil irgendwie... Vielleicht haben wir schon geile Klamotten und wissen es nur nicht. Ja, vielleicht sind wir mittlerweile schon unverwundbar und haben es einfach nur nicht drauf, das zu machen. Wir haben es einfach nicht gecheckt. Ja, ja. Ja, passiert. Eigentlich war dieses Spiel ja nur als Notnagel gedacht, weil Far Cry 6 damals nicht mehr lief. Ja, genau. Aber jetzt sind wir da... Gedacht. Genau, und ich glaube auch nicht, dass ihr wollt, dass wir das wieder absetzen. Ich glaube auch. Oh, hier liegt wieder einer. Oh, der war joggen. EMP-Geschoss. Hier brennt was. Oh, lass brennen. Hier liegen ganz viele drin, aber da kommen wir nicht rein. Du musst doch, hier gibt es bestimmt irgendwo ein Loch. Haben die sich verschanzt, die Typen? Und haben sich dann selbst angezündet. Also, nachdem die ganzen Fenster von außen zugenagelt sind und die da drin verbrannt sind, sieht es für mich ja so aus, als, naja, ich sag's lieber nicht. Jetzt hätten sie die eingesperrt. Ja. Aber hier kommt's nicht rein, ne? Nee. Keine Chance? Naja, dann gehen wir mal Richtung 2. Ja. Du weißt, wo lang? Der Kutscher kennt den Weg. Naja, Richtung 2. Gut. Komm ich mit? Ich komm mit.
Weil eigentlich müssen wir ja immer noch den Kranken und Verletzten die Medizin bringen. Ja, die sollen sich mal nicht so haben. Weißt du, jetzt haben sie Also bis wir da ankommen, sind die alle, ne? verschieden. Braucht man dann auch keine Medizin mehr. Wahrscheinlich nicht. Ach, nein, nein, wir sind doch stets bemüht, Leute. Genau, das so kann man es auch sagen. Aber vielleicht könnt ihr noch mal in die Kommentare schreiben, wo wir denn jetzt endlich diese geilen Waffen finden. Die experimentellen. Das wäre auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir schon wieder ein paar große umgebracht und es waren jetzt keine dabei. Also ist die Chance so gering, dass man die findet oder wie ist das nicht? Weil das DLC haben wir Oder sind definitiv. wir einfach zu doof? Ja, genau, das DLC haben wir nämlich. Also Ja. eigentlich müssten die ja schon längst, ne? Ja. Warte mal, lass mich auf die Karte gucken. Ja, wir sind gleich da. Das ist irgendein kleines Dörfchen hier. Ja, da sind ja die Kranken und Verletzten. Und der eine, der die Limo haben will, ist da auch. Limbo, Mann. Limbo, boom. Was ist das? Hallo. Ist ein Parkplatz? Schau mal. Hier gibt es vier Waffen auf dem Ah, just Parkplatz. det. Was? Jag antar att det är uppenbart att vi inte är helt säkra här. Vi är på ett lyxhotell, men ligger och kurar på golvet i en vinkällare. Så ironiskt. Aha. Die wohnen im Luxushotel, die Herren. Ja, im Keller, weil sie nämlich nicht sicher sind. Also das heißt, wir müssen oben erstmal alles wegräumen. Ja, da sind ein paar anvisiert. Aber diese Mumpel. Sonst kommen wir nämlich nicht in den Keller. Die sind im Luxushotel im Weinkeller. Oh ja, Ja, das ist ja klingt jetzt doof. auch nicht so wahnsinnig Das ist schrecklich, aber wirklich gut. doof, ja. Wird es da nicht aushalten? Ach, die sind Bist du drin, die da? Ja. Viecher. Ja, ich bin drin. Ich werde mal Du die bist drin? kleine die Schrotpumpe nehmen. Bin ich schon drin, Oh, oder was? schau mal, ein Bärchen. Oh, das ist doch ein Oh. Screenshot wert. So. Ein mit ohne dich drauf. Was? Bin ich so hässlich? Willst du mich nicht auf deinem Bild haben? Nein. So, dann machen wir mal die Türen hier auf, Warte oder? mal, hier blinkt noch irgendwas so hässlich, dass man das angucken muss. Hä? Oh Wo? Wo blinkt da was? oh. Hier bei mir. Ach, da knattert doch was drin. Das sind doch kleine. Hier gibt es auch noch ein bisschen was zu holen. Abgesperrt, Schlüssel erforderlich. Aha. Den wird es wahrscheinlich im Hotel geben und dann werden die uns sagen, macht so mal das Licht an. Der Strom geht nämlich nicht. Und der wird wohl da drin sein. Na Also. los. Geh mal hinten. Oh, komm mal her. Komm mal her. Ah, was denn? Oh. Das ist ja eine Aussicht hier. Schick, oder? Ja, ganz schön schick. Schön schick. So. Soll ich uns anmelden in der Lobby? Genau, reservier mein Zimmer. So, zwei sind schon mal hinüber. Boah, du machst das schon. Hier ist die Lobby. Erstmal nachladen. Der war schon hier. Hallöchen. Oh, das ist ja schön. Da möchte man aber ein bisschen rumlaufen dann hier und Schon, erstmal oder? gucken, oder? Eine geile Bar. Triff dich mit Anitas Gruppe im Weinkeller. Nee, zuerst müssen wir ein bisschen rumgucken hier. Ja. Das ist der Weinkeller. Ey! Hier ist die Küche. Ich habe die Küche gefunden. Mit dem Brot. Küche ist immer wichtig. Sehr, sehr Abgesperrt. wichtig. Ist alles abgesperrt. Sag mal, hallo? Warum? Ja, ich muss aufpassen. Ich bin schon wieder bei 91 Kilo. Ja, ich glaube aber, dass hier, das wird bestimmt hier ein Ding sein. Ein Unterschlüpfer? Ja. Los, komm. Wir trinken. Oh. Da, oh. Häuserjagdgewehr, Stufe 3. Naja. Eine Pistole, naja. Hier hat irgendeiner Schund getrieben. Aber du schiebst mich bis nach hinten, Ich gell? mache Das gar ist nichts, ne? echt. Ich mache überhaupt nichts. Ich bewege mich nicht mal. Ah, diese Frau. Ja, also hier essen. Oh, mit dem Ausblick. Oh. Das wäre schön. Oh, hier liegt ein Koffer rum. Ein Köfferchen. Was ist da drin? Ja, Textil brauche ich auf jeden Fall. Ob ich will oder nicht. Den anderen Bums können wir mal da lassen. Beruhig dich, Hund. Hier geht's auch noch hoch, siehst du?
Ja, da gehen wir auch noch hin. 0-0. Aber Strom haben die hier noch. Wollen wir uns mal die Zimmer angucken? Ja, na klar. Oh. Schick. Geht's noch ein Stockwerk nach oben? Oh. Ja, das ist hübsch hier, ne? Aber wirklich. Ich würde es hier aushalten wollen. Ich auch. Abgesperrt. Aber. Abgesperrt. Aber. Ach, der rennt sie mir immer in den Weg. Warte mal. Textil nehmen wir nochmal mit. Also wir dürfen ja gar nichts, ne? Nee. Ja, wir müssen uns irgendwo mal die. Da geht's los mal hoch. Besorgen. Ja, ja. Also da vorne wäre auch die große Treppe gewesen, wo es nochmal hochgeht. Oh, ja. Also wir haben keinen Schlüssel, ne? Das ist echt ganz, ganz traurig. Wir müssen definitiv den Hausmeister finden. Ja. Wir dürfen. Hey, hey, hey. Du verrückte Katze. Hier kommen wir rein. Das siehst du. Hier sieht es aber aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ja, Textil nehme ich auf jeden Fall mit. Hier sind die Safes. Und die haben immer alle dasselbe Walkman benutzt. Ne? Das ist Büro hier. Okay. Chefetage. Oh, Sonnenstudio. Was? Ja. Gibt's hier auch. Ich will auch ein Sonnenstudio. Dann geh doch dahin. Ups. Das ist doch nett. Solarium, ja. Solarium Maximum. Kommt man auch aus einem verschneiten Schwedenurlaub braun gebrannt? So, oh, Massage hier. Mm. Massage. Wie schön. Aber vielleicht könnte es jemand reinigen, da ist nämlich Blut drauf gewesen. Da möchte ich mich nicht hinlegen. Nein, nein. Nein, bitte nicht. Aber ist doch nett hier. Duschen. Aha. Ja, also ja. Ja, schon. Hey. Hey. Ja. Dann gehen wir runter, oder? Dann gehen wir runter. Schauen wir mal, was die da im Weinkeller da ja, für uns übrig haben. Machen. Wir kommen ja hier. Ah. Ja. Genau, das wollte ich nicht machen. Ich gehe dann mal die Treppen runter. Mach doch, das dauert eben ewig. Mir doch egal. So. Ein Brot für die Welt. Ach, hier ist die Treppe. Nehmen wir mit. So. In das Personal. La 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 la. Guten Tag. Oh, hallo. Oh. Kuckuck. Wir sind's. Ich komme hier nicht durch. Ah, jetzt. Wir werden wohl nicht erwartet. So, wir müssen mit dieser Anita sprechen, oder? Aber siehst du, hier ist ein Unterschlüpfer. Ein Unterschlüpfer. Hast du so ein Ding gefunden? Habe ich noch nicht gefunden, aber hier ist schon mal eine Kiste, sehe ich schon. Das ist sehr gut. Warte mal, wir schauen hier erstmal alles durch. Hier ist was zum Lesen. Dann lesen wir das kurz. Ist das eine Krankenakte, oder? Nee, das ist was zum Nehmen. Sammelgegenstand. Ach so, dann nehme ich das auch mal. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Genau, hier ist der Feldzugplan, den der schauen gut, wir uns auch gleich an. Mit dem freunde ich mich an hier, mit Per Erik Lindovist. Lindovist? Lindukfist? Vielleicht mag er nicht dein Freund sein, wenn du ihn nicht mal richtig aussprechen kannst. Also ich glaube, wir haben die alle gefunden. Ja, Spiel zu Ende? Bitte zu Ende, ja. Oder? Such mal, ob du irgendwo das Foto findest. Ich habe es leider noch nicht gefunden. Hier gibt es eine Werkbank, eine Näherei, eine Recyclingstation. Der baut an irgendwas rum. Nein, nein, der baut hier einen Hund. Begleiter, ja, ja. So, dann haben wir hier einen Feldzugplan. Alles klar. Dann schauen wir uns den mal an. Aha. Vater und Sohn, ein Licht in der Finsternis, unvollendete Ermittlungen und Kapitulation. Die Abgeschiedenen. Bevor er der erfolgreiche Sänger und Frontmann von Barb Rose wurde und in den früheren 70ern nach Stockholm zog, wuchs Benny auf Himfjall auf, genauer gesagt in seinem Geburtsort Österhällern,
einem Dorf zwischen Berg und See, genau gegenüber dem Inselchen Djupskret. Naja, das ist also die Geschichte von den verschiedenen Typen hier, ne? Und eine So, Mission. magst du mal mit dem reden, mit dem Typen? Mit der hier, mit der Frau, muss ich reden? Oder mit der Frau? Ich rede mal mit der Frau. Hallo, Frau. Stark jobbat. Tack så mycket för medicinen. Du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank für die Medikamente. Also, das sind wir. Ich bin Anita und wie du siehst, schwelgen wir nicht gerade in Luxus. Ja, du, kannst du mich schon erinnern? Jo, ja, war ju. Vi pratade om Barbroses glansdagar en annan gång, rockstjärnan. Was? Oh, also wir sollen noch mehr töten. Mhm, sehe ich schon. Also, habt ihr das nicht selber im Griff, oder was? Sieht nicht so aus. Warum müssen wir das machen für euch? Ihr seid 20 Mann. Aber wir sind viel cooler wie die. Ja gut, aber ich meine ja nur. So, ich gehe mal schnell. Wir gehen mal schnell zur Recyclingstation und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn wir dann gehe ich wieder runter. Naja, warte, ich muss ein bisschen mein Inventar ausladen, ne? Also bis gleich. Ja, ja. So, wir haben uns kurz organisiert. Und jetzt müssen wir schon wieder irgendwen töten. Ja, ja, vier von diesen kaputten. Den kaputten? Ja, die sind doch nicht ganz dicht, sind die doch. Hier hinten. Komm. Und hier ist also, die Bar. Ich glaube, die sind draußen. Ja, ich wollte. Mal raus, warte mal. Ah, tada. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Doch, da. Siehst du, ich bin schon draußen. Ah, da. Oh, 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 oh. Was haben denn die hier für einen Gas-Scheiß? Sag mal hoch. Ich wollte mich doch heilen. Ja. Wo muss ich hin? Der kommt auf mich zugelaufen. Ja, der ist ein bisschen sauer. Dezent. Hinten war da noch einer gerade unten. Na, ist okay doch. So. Sind die jetzt glücklich? Was läufst du dir da hinterher? Was? Was da? Nee. Das da. Was ist denn mit dir? Danke. Ah! Sätt igång brandlarmet vid Tärnboda Skans. Was soll ein Feueralarm? Feueralarm. Also ich habe leider durch den Kleinen jetzt überhaupt nicht verstanden, was der eigentlich von uns will. Aber wir sollen wohl in dieses kleine Örtchen gehen. Und Lärm machen, ne? Begib dich ins Örtchen Österhallhellan. Hellan. Österhallhellan. Dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen. Mein Schwedisch ist auch ein bisschen eingerostet, weißt du? Bisschen, ja. Das aber schau mal, es so wird immerhin Tag in dieser Folge. Das ist auch was. Es wird aber nicht lang so bleiben. Oh, Rucksack. Sackrock und Aklonskistall. Aklonskistall. So. Ja. Mai, ist das schön. Schau doch mal, wie schön das hier aussieht. Ich höre doch schon wieder irgendwas Radioaktives. Das ist mein Atmen. Ach, das ist hier drinnen. Wo bist du? Warte mal. Na, ich laufe Richtung 2. Achso, ich muss hinterher rennen. Moment. Oh, ein schönes Riesenseeding. Mhm. Oh, 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 oh. Das sieht sehr, sehr schön winterlich aus hier. Da. Ja. Also, das muss ich echt sagen, also so landschaftsmäßig haben sie das richtig toll gemacht hier. Ja. Da haben sie schon ein bisschen Ahnung. Ich weiß auch gerade gar nicht, auf welcher Engine das basiert. Oh, Relais-Antenne voraus. Ah ja. Na ja, da, oh, da ist was los. Vorbei. Oh, oh, oh. Du bist immer so negativ, weißt du? Ich bin gar kein Negativ. Super, ich bin noch nicht mal ausgerüstet. Da fing rüsten Sie sich bitte jetzt aus. Ja, schmeiß deine Bomben da unten hin, das kannst du machen. Kommt der nicht weiter, was denkst du? Der ist schon hin. Aber irgendeiner schießt auf uns. Ach, der ist ja schon hin. Nee, ich bin schon wieder vergiftet. Ey, das ist ja nicht normal mit dem Giftscheiß hier. Ihr seid doch alle nicht ganz dicht. Irgendwo ist hier noch was. Ich glaube, wir haben die Antenne aus Versehen auch kaputt gemacht schon. Ach, das ist doch gut. Ach, da. Da flogen die Teile weg. Sehr gut. Naja, haben das wir doch. Ist ja lustig. Haben wir doch ordentlich alles weggemetzelt hier.
Ja. Vielleicht hat der du, jetzt da, meine... Da ist was los. Da ist was los. Ja, mach mal platt, weg damit. Da ist was los. Immer noch keine geile Knarre. Ja. Ist es schlimm? Olli ist immer so ängstlich. Ängstlich? Nein. Ja. Ängstlich bin ich schon. Doch, ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Umschaltmodule. Na, dann gibt noch ein Funkgerät hier. Schalt mal was um hier. Ich habe umgeschalten. Es ist eher bitterlich kalt. Es ist bitterlich kalt. Genau, wo war denn die Antenne? Die haben wir irgendwie mit kaputt gemacht. Die war hier, die ist schon durch. Ach ja. Hier liegt noch ein Teil davon. Nee, einer ist ja noch böse. Ach, da. Ja, mein Hund ist. Warum kann man hier nicht schwimmen? Warum kann man hier nicht Auto fahren? Man kann nichts, kann man. Nicht. Genau. Lalalala. Warte mal, hier ist noch ein Police Car. Ein Police Car? Yes. Vielleicht gibt es ja hier wieder was Cooles. Nee. Immer nur denselben Bums. Sieht aber nicht gut aus hier, du, oder? Sieht nicht gut aus. Nee. Ist auf der Straße lang gehen? Ja. Vielleicht kommt ja mein Hund auch nochmal. Ach, da ist er. Warte mal, ich muss mal meinen Hund einpacken. Es nützt nichts. Die hat irgendeinen Knall. Hat die... Aha, die ganze ist der Hund, ne? Aber kaum sagt das ein Knall, das ist die. Die Hund. Genau. Wo ist denn die Hund? Da. Einen Platz zuweisen. Komm, geh mal dahin. Einfach mal wieder ausladen vielleicht. Ihr habt diese Sexistische jetzt schon gerade mitbekommen, oder? Hallo. So. Wenn wir hier oben hingehen, wo das rot leuchtet. Hä? Bei mir leuchtet da nichts rot. Es sieht so komisch aus, zumindest. Ach, das ist ein Auto mit Licht. Okay. Alberga Festival. Party. Ja. Da sollen wir, glaube ich, auch hin. Machen eigentlich diese Maschinen auch Party, oder? Also, ich denke schon. Der hat ja nicht umsonst Licht an. Was ist da so Tolles dran? Nischt. Naja. Nischte. Hier ist fette Party. Naja, das... Es war mal eine Party früher. Okay. Hui! Ist mir jetzt genau ins Bild gerannt, Hund. Hier liegt eine Knall. Was liegt da? Eine Knarre. Ich will auch. Naja, gut. Wir haben aber egal, wo die sind, die essen immer lecker, ne? Gulasch mit Kartoffelpüree. Ja. Also ehrlich, du, mit dem Essen Also es gibt ja auch, genau, also Schweden muss man ja schon sagen. Also es gibt ja ganz viele Leute. Sammelgegenstand? Okay. Schau mal, hier ist ein Sammelgegenstand. Es gibt ja ganz viele Leute, die zu Ikea fahren, nur wegen dem Essen. Ja gut, ich würde jetzt nicht gerade als Ikea, als schwedische Küche bezeichnen unbedingt. Außer den Köttbullar, was die da haben. Ja, und den machen sie aber echt gut. Also das kann man schon so sagen. Jetzt habe ich Hunger, also gibt toll. Gibt es denn überhaupt jemanden, der... Ach, da unten ist das Örtchen, toll. Gibt es überhaupt jemanden, der zu Ikea geht und dort dann nicht isst? Na, das steht doch schon im Grundgesetz, dass man das nicht darf. Was machst denn du hier schon wieder? Oh. Also hier aus der Entfernung triffst du ja mit der Mühle gar nichts. Komm ums Eck. Hat er sich hinter dem... Das ist wieder so ein Giftnörpel. Oh, da rennen ja noch mehr. Wie Sie sehen, treffen wir nichts. Ich treffe schon was. Ich bin auch schon wieder vergiftet. Ich sehe gerade... Oh, ich auch. Ich darf nicht so nah an dir dran stehen, du bist immer giftig. Oder du. Vielleicht bist du auch vergiftet. Nein, das bist du. Suche das Gebäude nahe dem Feuerwehrhaus. Ah. Hier wird erstmal. Das ist ja eine genaue Beschreibung. Hier wird erstmal großflächig bombardiert. Genau, ich gehe mal hier in das Lagerhaus rein. Hm? Du bist schon unten. Als erstes. Ich bin schon im Haus drin. Oh, du bist ja verrückt. Du bist ja eine verrückte Nudel.
Ja, ja. Aber hier ist gar nichts. Nix, okay. Dann brauche ich da nicht rein? Nö. Herren, bohrt das Gans. Was für eine Gans? Eine Gans, ja. Das war ja einer von uns. Machen nicht unsere Hundis kaputt, gell? Was ist denn mit dem Hund los? Hier ist was drin, definitiv. Aber hier kommen wir nicht so wirklich rein. Okay, aber dieses kleine Gebäude hätte... Hallo, hätte er gern hier, ne? Dass wir das untersuchen. Das hier? Nee, das hier. Ich habe was gefunden. Oh ja. Sammle Altpapier im Gebäude. Aber jetzt sind wir auch noch beim Recycling angestellt. Na toll. So, entfache ein Feuer, um den Alarm auszulösen. Ist das eine gute Idee? Ich weiß nicht. Ich habe ich gemacht. Ja, ja. Men våra rosthögar är fortfarande här, så det hjälpte inte. Det behövs mer oljud. Prova med fyrtarm. Okej. Det sitter högst uppe på övertärna fyren. I alla fall. Oh, 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 oh. Warte mal, ich muss meine Waffe wechseln. Oh, wow, wow, mach auch mal was, komm. Okay, ja. Nicht nur okay sagen, auch was machen. Gib dich zum Leuchtturm. Ach, da hinten, ja. Gehen wir hinten lang? Ja. Ja. Los. Wo sind eh alle Buden vernagelt hier? Ist alles verniegelt und vernagelt. Du bist noch ein Blöder. Aber hier sind lauter Rollstuhl. Fährst du mich? Jo. Wenn das auch noch gehen würde, weißt du? Oh, oh, da ist ein Schleicher hinter uns her. Wird irgendwo anvisiert? Ja, ja, hinter uns ist, rennt ein Hund hier rum. Zeig dich. Ach, schön. Das ist sehr schön hier. Ja. In Booten gibt es immer Waffen. In diesem Fall nicht. Hey, oh, dein Hund hat mich... Oh. Aktiviere die Luftangriffssirene. Ja. Mach das. Ich gehe mal da rein. Oh, hier gibt es ganz viel zu sammeln. Aha. Medikits und. 1 Million Jacken. Auf sie. Oh, da wird er mir schwindelig. Also die Treppe sieht auch nicht mehr vertrauenserweckend aus, ehrlich gesagt. Nicht so richtig. Sonst schon lange nicht mehr restauriert. So, ich drück mal den Knopf, oder? Los. Ich den ja. Oh, oh. Wir baden um lite oljud. Und der fixade du. Der war nära ögat. Du könntest aber nicht weitergehen. Hopkura da herinne. Was passiert jetzt? Befrage Anita und Benny zum Polizeirevier. Ach. Nee, wir müssen zum Polizeirevier. Da rennt einer rum. Oh, 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 oh. Okay. Ich glaube, wir müssen hier wieder raus. Ja, ich befürchte es. Im Dreh rum, bumm, nach unten. Ja, ja, ja. So, jetzt müssen wir wieder in den anderen Ort. Schon wieder. Das ist ja, ja ein Hin und Her hier. Und da zu dem Polizeirevier habe ich schon markiert. Ja. Und mitkommen. Wir haben gleich ein bisschen Action hier. Ich bin in den Kampf eingetreten. Das ist immer cool, wenn ich im Kampf eingetreten bin und ich mal sehe, wo die sind. Naja. Aber du wirst hier ständig vergiftet, hä? Oh, danke, Wuffi. Hier brennen sogar die Büschchen. Es ist ja lustig. Ah.
Ach, endlich mal wieder Tageslicht, weißt du? Vitamin ja, D. Ja, ja. Ja. Ah. Hallo. Was ist das hier? Also Blei habe ich ja mittlerweile, ich glaube, 4000 oder sowas. Also was ich gemerkt habe, was mir immer fehlt, ist entweder Stahl oder Textil. Das ja, Textil meine... ist wirklich so ein Ding, ja. Doch, die haben wir schon wieder da hoch? Durchs Festivalgelände? Ja. Ja. Aber das Tod war ja schon ganz lustig eigentlich, gell? Ja, welchen Sinn auch immer das hatte so richtig, weiß man es ja nicht. Eigentlich habe ich ja damit gerechnet, dass jetzt ganz viele kommen und ja. Versuchen, uns eine auf die Mütze zu geben. Und da kamen nur 3 Hundis. Ja. Ja. Vielleicht verlangen wir einfach zu viel. Leute, und in der nächsten Folge... Schauen wir mal, was am Polizeirevier... Also eigentlich sollen wir jetzt im Polizeirevier Waffen holen. Ja. Und die dann der Gruppe geben, weil die anscheinend so doof sind, sich selber welche zu suchen. Das schaffen wir ja auch, weißt du? Wir sind ja jetzt auch keine Profis. Nee. Alles klar, Freunde. Abo und Like nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.